Wir sind hier? Wir sind an der Scheidequelle. Sie soll ein Weg zu dem sein, was auf der anderen Seite ist. Und wird nicht von Giratina gesagt, es lebe in einer Welt gegenüber der unsrigen? Oh, das war jetzt aber sehr unhöflich von mir. Robert, das war fantastisch. Du bist ein toller Trainer. Ich möchte dir im Namen von ganz Sinno meinen Dank ausdrücken. Danke. Oh, und vergiss nicht, Professor Eibe Bescheid zu sagen. Er hat sich Sorgen um dich gemacht. Geh doch mal bei ihm vorbei. Okay, willkommen zurück zu Pokémon Platin. Wir haben die Zerrwelt hinter uns gelassen, haben dabei Giratina fangen können. Und ja, ich würde sagen, wir folgen, denke ich mal, der Idee. Ich könnte maximal noch mal gucken, ob man hier irgendwas machen kann. Aber wir werden vermutlich gleich uns nach Sandgemme, glaube ich, war es. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich werde trotzdem mal ganz kurz mich nach Sandgemme begeben. Da können wir uns in aller Ruhe heilen. Und ich hoffe mal, dass wir dann in der Zukunft hier einfach nochmal zurückkehren können, wie auch immer man genau hier hinkommt. Ich hoffe, es bereue ich es mal nicht. So. Erzelingen, Jubel, Sandgemme. Dann hoffen wir doch mal, dass wir ganz simpel einfach nur zum Professor zurückkehren und kein anderer Blödsinn dabei passiert. Hier steht genau vor der Tür, genau. Robert, du bist wieder hier. Und ich bin sprachlos. Du hast es geschafft, du hast es wirklich geschafft. Noch nie in meinen 60 Lebensjahren hat mein Herz so laut geschlagen wie heute. Oh oh, Krankenwagen. Der Professor hat eine Menge Dinge überprüft, nachdem du weg warst. Das Internet. Er hat sich große Sorgen um dich gemacht. Ich hoffe, ich tauche nicht auf irgendwelchen Internetseiten auf, die der besucht. Hat es sogar Bekannte um Hilfe gebeten und jetzt? Robert, ich bin so froh, dich in Sicherheit zu sehen. Willkommen zurück. Oh ja, da war noch etwas, was ich dir sagen wollte. Die drei Pokémon der Seen sind offenbar in ihre Ursprungsorte zurückgekehrt. Und nun erzähl, wie ist es dir ergangen? Der Pokédex? Oh, du hast 152 Einträge. Und wie viele Orden hast du? Sag bloß 7 Stück. Da bleibt dir nur noch die Arena von Sonneweg. Achso, jetzt noch eine. So weit bist du schon gekommen. Wieso gehst du nicht nach Sonneweg und holst ihn dort den Orden? Du kannst auch die Pokémon-Liga herausfordern. So erweiterst du deinen Horizont wie nie zuvor. Und bedenke nur die 9 Pokémon, denen du auf dem Weg begegnest. Okay, also damit haben wir so ein bisschen, denke ich mal, geleitet bekommen, dass wir jetzt nach Sonneweg gehen dürfen. Und zum Glück, ich dachte wirklich schon, dass hier irgendwo nochmal Horst auftaucht und sagt, ey, wir konnten ja nur gegeneinander, nur miteinander kämpfen, jada jada jada. Und meint dann halt, einem auf den Sender zu gehen. So, was ich jetzt ganz kurz noch machen werde, bevor ich hier weiterziehe, ist den nächsten Shop aufzusuchen und vielleicht mal so ein bisschen an Pokébällen aufstocken, denn gerade dieser Kampf gegen Giratina hätte besser verlaufen können, wenn man so ein paar mehr Pokébälle gehabt hätte. Die große Frage ist jetzt, ob wir tatsächlich schon weitergehen und uns Richtung Sonneweg begeben, was ja hier dieser Weg dann sein muss, oder, wenn ich das verstanden habe, können wir auch wieder zu diesen Seen zurückkehren und gucken, ob die Pokémon dort sind. Und ob man die nicht sogar fangen kann. Und ich denke, das wäre vielleicht auch nochmal interessant, aber mal sich mal einmal anzugucken, ob man die einfach fangen kann oder ob da noch mehr dahinter steckt. Yes. Unsere Pokémon sind um die Level 50 und werden von einem Level 3 Pokémon aufgehalten. Ich meine, wenn wenigstens eins von denen als Shiny-Pokémon entgegenkommen würde, mal abgesehen von einem Beedoof, wäre das in Ordnung. Aber sonst könnt ihr alle mal gestohlen bleiben. Ich glaube, ich hätte die einfach gerade durchziehen können, ja. Okay. Ich meine, die sind alle Psycho-Pokémon. Das heißt also, in der ersten Position einen Schattenmensch zu haben, sollte keine falsche Idee sein. Die Wahrheitsgrotte. Yep, die sind hier. Sehr gut.
Okay, ja. Kiaun! Es ist irgendwo hingeflohen. Aber das war doch Whispered, oder etwa nicht? Du hast alles getan, was ich dir an der Bibliothek von Fleetbrook aufgetragen habe. Ich bat dich, Daten über das Pokémon aus dem See zu sammeln. Leider gaben die Daten keine Antworten auf das Geheimnis der Entwicklung. Ich weiß immer noch nicht, warum nur bestimmte Pokémon davon betroffen sind. Im Endeffekt wurde das Geheimnis nur noch mysteriöser, aber Mysteriöses ist mein Meteor. Der Wissenschaftler in mir freut sich. Robert, warum suchst du nicht nach Whispered? Es scheint mir, als ob es mit dir spielen wollte. Mit dem Pokémon-Zubehör Landkarte solltest du die Bewegung dieses Pokémon nachverfolgen können. Wie bitte, du hast das Zubehör Landkarte nicht? Dann solltest du vielleicht in Pokédex-Gesellschaft einen Besuch abstatten. Nur zu. Bestimmt begegnest du vielen Pokémon und Leuten. Diese Begegnungen werden dich auf ihre eigene Weise voranbringen. Ich hoffe, die Erfahrungen werden dir gefallen. Alles Gute, bye bye. Ja, die auch lustig, dass der hier aufgetaucht ist. Frage ich mich, ob der in den anderen Bereichen auch auftauchen würde? Ich meine, wir waren ja im Endeffekt ja auch hier. Hier war ja dann... Oder? Ich überlege gerade, wie das abgelaufen ist. Nee, die Pisshose war oben in Blizzach und wurde da besiegt. Na gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns die Landkarte mal ab aus Jubelstadt. Und dann, vielleicht ist es der Fall, dass alle drei von denen halt abhauen und die dann man so jagen muss. Ich denke, das werden wir auch mal gemeinsam herausfinden dürfen. So, war das hier oder ein weiter Sender für Spaß und Spiele? War nicht auch irgendwo eine Möglichkeit, dass man täglich irgendwie an der Lotterie teilnehmen kann? Irgend sowas eigentlich, ne? Aber das Wiese ist, man, wenn man sich das nicht so zu 100% merkt, hat man überhaupt keine Ahnung. So, mit wem von euch Dingelsen muss ich reden? Willkommen in der Poké-Edge-Gesellschaft. Wir sind ein Familienunternehmen und nicht sonderlich groß. Ah, okay. Hallo, hi. Ich bin der Präsident der Poké-Edge-Gesellschaft. Hallo, hi. Deine Geduld wird nun belohnt. Ich habe ein neues Zubehör für den Poké-Edge fertig. Den Notizblock. Auf den Notizblock kannst du Notizen eintragen. Dass ein Notizblock ist, nun, das was ist. Hallo, hi. Ich bin der Präsident. Hallo, hi. Geduld zahlt sich aus. Die Landkarte. Okidoki. Auf der Landkarte kannst du Markierungen setzen. Eine Karte, die ständig eingeblendet werden kann, ist schon sehr praktisch. Nicht wirklich. Findest du nicht? Du kannst dort auch Markierungen einzeichnen, klasse oder nicht? Hallo, hi, ich bin der Präsident. Hi, vielen Dank für deine Geduld. Wusste nicht, dass man hier regelmäßig... Oh, Linkfinder, hier! Zeigt dir verfügbare Hotspots für drahtlose Verbindungen. Ich denke schon, dass es sehr nützlich ist, wenn man sehen kann, wie viele Leute gerade miteinander kommunizieren. Zum Beispiel im Connex Club. Hallo, hi. Deine Geduld soll belohnt werden. Der Attackentester. Das klingt interessant vielleicht. Überprüfst du, welche Attacken zusammenpassen? Überprüfe, wie die einzelnen Typen aufeinander wirken, damit eure Attacken sehr effektiv werden. Nur wählt ihr stärker als je zuvor. Hallo, hi. Ja, es gibt viele Leute, die dir Zubehör für ein Poké-Edge geben werden. Und so ist jeder glücklich. Okay, dann gucke ich mal ganz kurz, was haben wir denn jetzt hier so Feines bekommen. Als erstes haben wir das hier. Kann also darauf malen. Oh Gott, und dann... Das ist natürlich auch eine Entscheidung, dass es nicht mal eine Löschtaste gibt. Sondern wirklich man das alles so entfernen muss. Natürlich auch ganz großes Kino. So, dann als nächstes... Kann man hier scheinbar einfach Attacken testen und herausfinden, wie das Ganze aussieht. Also wenn man zum Beispiel sagt, normal, also Stahl, Pflanze gegen Feuer, sieht man, oh, das ist sehr effektiv. Und anhand der Ausrufezeichen sieht man dann auch, wie effektiv wirklich. Als nächstes haben wir den Link Finder berühren, um Kommunikation zu starten. Das funktioniert natürlich hier nicht. Dann haben wir die Karte zu guter Letzt und okay, also ich kann hier die unterschiedlichsten Symbole setzen, aber ich kann sonst hier drauf klicken, wie ich lustig bin und ich sehe jetzt nicht wirklich,
wo diese Pokémon da jetzt angeblich sein sollen. Dementsprechend, ich mache das jetzt einfach mal so nebeneinander. Und begib mich einfach mal jetzt zu den anderen beiden Seen. Und dann gucken wir mal, ob da jetzt nochmal was passiert. Bisher haben wir zwar im Endeffekt... Ah, jetzt wird es da aufgezeigt. Okay. Das macht das ja dann doch halbwegs in Ordnung. Man sieht sogar, so wie scheint, mit jedem Wechsel von dem Gebiet bewegt es sich ebenfalls weiter. Meine große Frage ist natürlich, ob das jetzt für jeden von denen der Fall ist. Also, dieser Teil hat sich wirklich gedacht, irgendwie in irgendwas zu versinken sei eine gute Idee. Was nicht der Fall ist. Also, ich weiß nicht, ob wir die tatsächlich jagen werden oder ähnliches. Aber ich denke, wir machen mal ganz kurz einfach hier den Anfang. Kyun! Oh. Also hier gehen wir jetzt tatsächlich zu einem Kampf über. Und das ist Level 50. Oho. Was sehr interessant ist, denn Giratina ist 47. Heißt also, wir haben hier einen Gegner, der ein bisschen stärker ist. Und mit Sternenschauer startet. Was keine dumme Idee ist. Wenn auch nicht effektiv. Das war sehr effektiv. Beeindruckend, dass die Viecher so viel aushalten, muss ich ganz ehrlich zugeben, denn ich habe von diesen Pokémon noch nie was gehalten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die wirken nicht legendär, die wirken nicht majestätisch wie die anderen. Und dementsprechend zu sehen, dass die A vom Level höher sind als Giratina und dann scheinbar auch relativ viel aushalten, ist eine gewisse Überraschung. Dann finden wir mal raus, wie lange es dauert, ein Selfie zu fangen. Mhm. Ja, und dann ist natürlich hier so ein bisschen die Gefahr dabei. Oh, Gena. Wie im Endeffekt allen diesen legendären Kämpfen, dass man super viel Zeit investiert, super viele Pokébälle investiert. Und man vielleicht Pech hat, dass das nicht einfach so schnell funktioniert. Dann hat man Hyperbälle, die doch relativ kostenspielig sind. Nur um dann zu sehen, dass sie nicht mal wackeln. Ja, empfehlenswert ist natürlich immer zu gucken, ob man nicht irgendwelche Statusveränderungen hinbekommt. Heißt also gerade... Na, Feuer würde ich nicht empfehlen. Am besten ist wirklich, denke ich, immer Paralyse. Vielleicht einfrieren noch. Einfach um zu verhindern... Wieso? Verbessern, was die Fangrate betrifft. Aber zu verhindern, dass es dabei besiegt wird, wie mit Gift oder Feuer zum Beispiel. Das Gute ist, das Ding stellt sich auch nicht allzu clever an. Ja. Wow, wir haben es geschafft! Hooray! Es hat nicht sagenhafte 30 Minuten gedauert oder ähnliches. Ein Eintrag wurde für Selfie erstellt. Und zwar als Selfie flog, erlangt den Menschen die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Es war die Geburt des Wissens. Hurra. Okay, wunderbar. Und damit haben wir den ersten von den dreien, wo ich mich jetzt schon wieder frage, was der letzte von denen macht. Denn jetzt hatten wir einen direkt besiegen dürfen. Hatten einen, der jetzt noch auf der Flucht ist. Und der letzte ist hier unten. Wäre es clever, Punkt anzustellen? Beide sind irgendwie doof. Der See der Kühnheit. Gucken wir mal. Taubutz hieß das letzte Vieh, glaube ich. Ob es denn zu Hause ist? Aha, okay, das blaue Vieh ist auch hier. Kyun! No, auch es will kämpfen. Das ist interessant zu sehen, dass nur einer von denen sich anders verhält.
Okay, auf jeden Fall. Ich denke, wer so ein bisschen aufgepasst hat, hat gesehen, Danny war dann auf einmal derjenige, der den Kampf übernommen hatte. Und die Idee wird jetzt tatsächlich sein, oh, interessant, zu versuchen, den Gegner zu paralysieren, um einfach die Chancen zu verbessern, das Pokémon fangen zu können. Überraschend viel Schaden. Könnte also sein, dass es diesen Angriff gar nicht überlebt. Was das Ganze extremst A überraschend macht, aber auch B natürlich schwer. Oh, und das ist eine schöne Kombination, wenn wir ehrlich sind. Super wenig HP und paralysiert. Ja. Und das ist jetzt nur noch natürlich eine Frage der Zeit, bis das Ganze dann endgültig klappt. Oh, sehr gnädig. Das hat gar nicht mehr allzu viel länger gedauert. Als Tobots Flug erlangten Menschen die Entschlossenheit. Das war die Geburt der Willenskraft. Achso, vielleicht ist der Witz, die ganzen Viecher sind ausgeschlüpft und die Menschen haben Sachen erlernt. Nur arme Cyrus, der wurde vielleicht gar nicht geboren. Der ist geschlüpft oder ähnliches und hat das ganze Zeug gar nicht abbekommen. Dementsprechend verhält er sich so wie so ein Doofus. Na, ist gut möglich. Okay, wunderbar. Und jetzt geht es nur noch darum, das letzte Vieh zu jagen. Was natürlich einen gewissen Grad eine Herausforderung darstellen wird, denn wenn ich mich recht entsinne, bedeutet das jetzt Jagen nach diesem Pokémon, dass es mehr oder weniger einfach nur durch zufällige Kämpfe auftaucht. Und das ist natürlich dann schon so ein bisschen nervig. Gerade vor allem, weil es mit jedem Wechsel der Karte oder des Bereiches ja ebenfalls sich bewegt. Ha! Einmal kurz ins Pokémon-Center gegangen, das Ding hat sich komplett woanders hinbegeben. Natürlich auch ganz großes Kino. So, natürlich schön, dass die Karte hier nicht angezeigt wird, während man sich hier befindet. Route 206. Gucken, ob man von Erzelingen da ernsthaft irgendwie hinkommt. Mit ein bisschen Glück vielleicht. Probieren wir es. Ja, das wollte ich damit sagen. Das ist das Problem. Jedes Mal, wenn man halt versucht, irgendwo hinzugehen, ist sehr, sehr einfach, dass es flüchtet. Also wenn ich jetzt hier hingehe, kann es sein, dass es schon wieder an den anderen Ort, wo wir gerade sind, wieder zurückkehrt. Und dann kann es einfach nur ein nerviges Hin und Her sein. Mhm. Hatte ich nicht gemerkt. So, meine Frage ist jetzt, ob man wirklich einfach hier hin und her geht, bis es dort auftaucht, wo man sich befindet. Ich mich frage, welches der clevere Bereich ist. Ich meine, so eine gewisse Logik hat er ab und zu dabei, aber auch nicht unbedingt immer. So, jetzt ist es ungefähr in meiner Nähe, aber immer noch nicht wirklich. Okay, jetzt ist da ganz unten, wo ich glaube ich noch nicht ansatzweise hingegangen bin. Ja, die Musik ist natürlich jetzt ultra lustig. Okay, das sieht danach aus, als wäre ich jetzt auf der gleichen Route wie das Dreckskind. There it is! Okay, Bedrohung wird hoffentlich nochmal so ein bisschen hilfreich sein. Ein Funkensprung bitte, der auch bitte gleich paralysiert. Wie, das Mistvieh darf auch noch flüchten. Das heißt, ich brauche jetzt also noch Pokémon, die irgendwie sowas wie Horrorblick einsetzen können. Oh boy, das wird natürlich jetzt extremst ätzend. Oder kann ich ihn jetzt hier nochmal herausfordern? Nope, der ist weggesprungen. Dann probieren wir das mal erneut. Sehr interessant. Es hat die KP behalten, die wir abgezogen hatten. Und ich war mal so frei.
habe einfach mal ein Pokémon gefangen und hochtrainiert, damit es Horrorblick erlernen kann. Damit das Vieh jetzt einfach mal nicht so schnell wieder abhaut. So. Es kann nicht fliehen. Hooray. Dementsprechend wechseln wir jetzt auf Danny rüber. Und versuchen einfach mal, es zu paralysieren. Versucht da ein paar interessante Sachen. Also interessant auch hier und schick auch zu sehen, dass die drei so ein bisschen sich unterscheiden voneinander. Auch wenn ich trotzdem weiter noch nicht weiß, ob man die ernsthaft als Pokémon haben möchte. What? Ich dachte, Horrorblick bedeutet, dass sie nicht flüchten können. Okay, der nächste Versuch, einfach mit Horrorblick hingegangen, Luftschnitt eingesetzt und gleich mit dem ersten Ball gefangen. Das ging ja dann noch halbwegs. So, als Whispirit flog, lernten Menschen Glück und Trauer des Lebens kennen, die Geburt der Gefühle. Hooray! Damit haben wir alle drei dieser legendären See-Pokémon mit Selfie, Whispirit und Toputz gefangen. So wie ich das verstanden habe, braucht man die in der Zukunft für Platin noch. Also haben wir hier schon mal so ein bisschen den ersten Schritt gemacht. Aber für jetzt kommen wir hier zum Ende. Ich werde jetzt für das nächste Mal mich schon mal so ein bisschen vorbereiten, denn wir haben noch einen Arenenleiter vor uns. Und so wie ich das sehe, gerade wenn ich mich an Cyrus nochmal zurückerinnere, der hatte schon relativ starke Pokémon. Also kann ich mir gut vorstellen, dass der nächste Arenaleiter auch in diesem Niveau sich befinden könnte. Und da sich ein bisschen darauf vorzubereiten, ist, denke ich, grundlegend gar nicht mal falsch. Also ich werde noch ein bisschen leveln und einfach schon mal so ein bisschen für die Zukunft mich vorbereiten. Gut, damit kommen wir jetzt zu Ende. Ich bedanke mich fürs Einschalten, hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.